Hallo, ihr lieben Final Fantasy 6-Süchtigen. Willkommen zurück zum Let's Play davon. Und wir steigen direkt in die Story ein. Was haben wir denn im letzten Part so alles erlebt? Schauen wir doch mal, ob unser Album etwas Neues aufweist. Und meine Augen sehen das Debüt von Celes. Celes gibt vor, sie sei die Schauspielerin Maria, um den Inhaber eines Duftschiffes Puma zu treffen, der die Entführung Marias geplant hatte. Das Bühnendebüt von Celes ist von Erfolg gekrönt, aber auch nur dank mir. Ja, Leute, und letztendlich sind wir dadurch, nach dieser doch sehr epischen Szene, hier gelandet beim Luftschiff von und mit, ja, Puma. Willkommen! Dank des Imperiums laufen die Geschäfte in letzter Zeit tatsächlich mies. Und nicht nur du bist betroffen. Viele leiden unter Gestaltsrepressalien. Das Imperium missbraucht Magie, um die ganze Welt zu unterjochen. Dem Imperium werde ich mich niemals fügen. Die Machtgier Gestahls Familie und Freunde. In deiner Verachtung dem Imperium gegenüber bist du uns gleich. Wenn ich es mir recht überlege, eigentlich bist du viel schöner als Maria. Wie bitte? Also gut, ich werde euch helfen. Aber nur unter einer Bedingung. Du, Holde Celes, wirst meine Frau. Jetzt aber mal halblang. Was bildest du dir eigentlich ein? Einverstanden. Sie ist mein. Doch will auch ich eine Bedingung stellen. Wir werfen diese Münze. Bei Kopf schließt du dich uns an. Bei Zahl hingegen werde ich deine Frau. Ist diese Herausforderung eines Glücksspielers würdig? Und wie sie es ist, ich nehme an. Willst du das wirklich tun, Celes? Was ist, wenn du verlierst? Für wahr, denkt an die, nun, wie soll ich sagen, ehrlichen Pflichten. Bist du bereit? Und? Kopf, ich habe gewonnen. Wir nehmen dein nobles Hilfsangebot dankend an. Ah, du spielst nach interessanten Regeln. Seit wann sind Münzen mit zwei Kopfseiten legales Zahlungsmittel? Was wäre ein gutes Spiel ohne Betrug, mein lieber Puma? Diese Durchtriebenheit verdient meinen Respekt. Du gefällst mir mehr und mehr. Gut, ich will euch helfen. Ein Spiel auf Leben und Tod gegen das Imperium. Wie ich diesen Nervenkitzel vermisste. Mein Leben ist ein Jeton und dieses setze ich auf euch, was auch mein Jeton ist. Tja, hat Celes ihn eiskalt abgezockt. Das zum Thema dummes Blondchen. Dieser morsche Kahn hält sich aber erstaunlich gut in der Luft. Keine Angst, dass er abschmiert. Na, wenn die Dinge fallen, dann fallen sie. Das Leben ist ein einziges Spiel und jeden Tag erbringen wir unseren Einsatz von Neuem. Wir pokern etwas hoch, wenn du mich fragst. Dieses riesige Schiff wird den Imperialen nicht entgehen. Wir sollten etwas abseits landen. Ein weiser Vorschlag. Ich werde an Bord warten und das Schiff abflugbereit halten. Genießt diese epische Szene. Und nein, man kann leider nicht selbst steuern.
Was? Ich habe nur kurz meine Taste festgehalten und auf einmal Kampf. Wow, das ging mir viel zu schnell. Ich bin gelandet, hey. Leute, wir sollen nach links oben, nach Vektor. Und leider können wir das Schiff noch nicht fliegen. Aber was wir können, sind die umliegenden Städte uns mal angucken, bevor wir uns zur Hauptzielsache, zur Basis, zum Magitech-Laborsache begeben. Aber vorher möchte ich nochmal kurz was ausrüsten, denn ich habe gesehen, dass sie hier irgendwie keine Ringe mehr hat. Warum hat sie keine Ohrringe mehr? Als Bar getragen, ja. Warum hat man ihr die Ohrringe genommen? Wollte sie sich irgendwie anders schick machen für den werten Puma oder... Egal, so. Was ist hier? Albrook. Waren wir schon mal hier? Weiß ich gar nicht. Und er werft dich dem Imperium. Nein, nein, nein. Willkommen in der schönen Hafenstadt Albrook. Leider verschandeln imperiale Blechbüchsen gerade das Stadtbild. Was lese ich denn heute hier? So, liebe Leute. Was haben wir hier? Der Krämer. Davon habe ich noch 15. Wir können ja mal kurz hier ein bisschen updaten, ne? Ether. Kauf ich mal 5. Jetzt, wo wir mehr Magie sprechen können. Allheilmittel. Hätte ich gerne mal 3. Dann habe ich insgesamt 5. Davon will ich mir 2 holen. Ich mag gerne runde Zahlen. So, dann gucken wir mal, was können wir verkaufen? Was brauchen wir denn nicht? Weihwasser. Können wir verkaufen, denn wir haben Allheilmittel. Selbige für Gegengift. Augentropfen. Echorauch. Oh, war 30 Goldschnadeln? Wo habe ich die denn her? Okay. Nehme ich an. Verkaufe ich mal nicht. So. Diese ganzen Messer hier. Die sind doch viel zu schwach. Die können doch mal jetzt endlich weg. So, Eromesser. Die Schwerter lasse ich hier noch. Sachen, die ich über 4-mal habe, brauche ich sowieso nicht. Silber. Ja, weiß nicht. Die Accessoires lasse ich mal. Falls ich die mehrmals ausrüsten möchte. Barrierenringe, ja, ja, ja. Okay, okay. Ist soweit okay. So. Muss halt auch mal sein, ein RPG, ne? Item Management ist schon wichtig. So. Ich brauche mal ein paar neue Waren. Haben wir denn hier was? Also, das habe ich ausgerüstet. Das ist zu schwach. Oh ja, ein Buster-Schwert. Okay, warte mal. Ein Buster-Schwert kann ich mir mal einmal kaufen. Das auch einmal. Falls unser werter Sasuke mal wieder vorbeikommt. So, Seles, jetzt kriegst du mal eine bessere Waffe. Erstaunlich besser. Denn ich will bei ihr auch Schwerter setzen. Ich könnte auch hier Sachen wie Flegel anziehen, aber ich will bei ihr nur Schwerter haben, weil nur mit Schwertern kann sie ihr Spezialskill Runik verwenden. Womit sie ja die Magien der Gegner absorbieren kann. Und ja. Darf ich da mal endlich irgendwann nach rechts? Danke. Ich bin Waffenkundler und kenne mich aus. Alle Schriften besagen, dass während des Magikrieges vor 1000 Jahren 2 Kriegswerkzeuge existierten. Die Ultima-Waffe gerufen wurden... Was? Die Ultima-Waffe gerufen worden? Okay. Ein Schwert, dessen Klinge von der Kraft seines Trägers beseelt werden konnte und ein Dämon, der geboren ward, die Welt zu zerstören. Aha. Ultima. Ultima Weapon. Kennen wir vielleicht. Also, ich meine, aus anderen Spielen natürlich.
Die Läden der östlichen Titzen und im westlichen Maranda führen gar vortreffliche Waffen und Rüstungen. Dann werde ich mich da mal umsehen. Oh. Leer. Oh, ja. Hab ich was anderes erwartet? Ich glaube nicht. Kopftuch. Nee. Oh, warte mal. Dann nehme ich mir mal zwei mit. Mithrilbrille. Oh. Nehme ich mir mal zwei mit. Ninja-Anzüge. Ne? Und weißes Kleid. Habe ich schon zwei? Gut, dann kann ich noch mal kurz weiter umziehen. Ja. Boah, die wird ja heute hier verwöhnt. Hä? Wo war das andere? Hatte die nicht noch was gehabt? Achso, das war... Wer war denn das? Ich bin verwirrt. Warst du das? Moment. Wer war das? Achso, das sagt das doch. Keiner meldet sich hier. Gut. So. Ich erhielt Order, Imperator Gestals, dein Bild zu fertigen. Doch welches Motiv schickte sich wohl? Was? Schickte sich wohl? Moment. Motiv schickte sich wohl? Keine Ahnung. Mal dich selbst. Weiß ich nicht. Ja. Hä? Keine Ahnung. Die Stadt steht unter imperialer Besatzung. Besetzung. Ja, hast nichts verloren. Hau ab! So, tritt zum Haufen ist untersorgt. Ihr sagt gut, Leute. Hui, die Musik. Spiegelring. Bin ich nicht so der Fan von. Amulett. Aha. Weil bei Spiegelringe, ich meine, die sind zwar geil zum Blocken von gegnerischen Angriffen. Aber. Ey. Es ist halt blöd, so mal selbst heilen, ne? Das ist halt das Doofe daran. Das wird halt dann auch zurückgekontert. Uiuiuiui, ich sehe Sterne von nah und fern, rosa Elefanten und... Ah! Okay. Hallihallo, Schätzchen. Oh. Du bist, nett? Mit armen Schlucken gebe ich mich nicht ab, Schluckern. Hallo? Ich hab genug Kohle. Sabermädels, weiter so. Sabermädels, weiter so. Was denn? Bist ja gar kein Imperialer. Verschwinde gefälligst. Hab Besseres zu tun. Hey. Sabermädels, weiter so. Man mag uns hier nicht, nur weil wir kein Imperialer sind. Das ist Diskriminierung, ja. Wie unfair. Die alten Blechbüchsen können hier tun und lassen, was sie wollen. Die Imperialen führen sich auf, als gehörte der Lan Eden. Eine Schande ist das. Ja. So ist sowas leider. Gerüchte besagen, dass es im Osten dieses Kontinents irgendetwas Besonderes geben soll. Das Imperium hat dort einen Posten errichtet und den Zugang komplett abgeriegelt. Aha. Okay. Mit Rebellen machen wir kurzen Prozess. Schmierten wir die Soldaten nicht, dann könnten wir überhaupt keinen Handel mehr führen. Okay, ja. Alles korrupt hier. Alle korrupt. Vector, die Hauptstadt des Imperiums, liegt genau in der Mitte dieses Kontinents. Ja, da will ich hin, gute Frau. Aber vorher wird natürlich erstmal das Umliegende abgeklammert. Oh, wir sind fertig. Gut. Ich glaube, ich gehe dann erstmal rechts. Ja. Macht am meisten Sinn. Uah! Was denn hier? Ein Fossildrache? Okay. Eieiei. Soll ich hier schon
Oh, okay. Ja, ja. Die können Schaden machen, aber ich glaube, mein Angriff ist besser. Konfus, hey, cool. Sind ja schon draußen. Imperialer Wachposten. Moment. Ja, okay. Weiß gar nicht, was... Fest verschlossen, ach komm. Moment mal, Moment. Wir haben doch unser Schatzjäger, Dieb, ja. Kannst du denn nicht... Ach, das war ein guter Plan. Okay. Tschüss. Weiß gar nicht... Okay, man darf sie ja beschlossen. Au! Oh, aber nicht anquatschen. Gut. Warum mache ich das? Ja, gut, die kriege ich down. Bringt das Raum was? Nö. Schön! Geile neue Waffe. Moment mal. Nein, er hat keine neue, aber sie hat guten Feuereffekt. Egal. Sasuke, Level Up. Sehr schön. Was? Die Gefährten wurden hinausgeworfen. Aber warum? Ich hab gewonnen. Ja, hör mal. Ich kann euch sagen, den Ort werden wir später nochmal besuchen. Und zwar richtig, komplett. Noch können wir da nichts erreichen. Mithril-Route bekommen, okay. So, als nächstes würde ich vorschlagen, dass wir einen Kampf machen. Und dann gehe ich weiter. Kobold, hey, Gift wieder. Ja, gib alles. Gib alles. Okay. So, als nächstes gehen wir nach Südwesten, okay. Ja. Macht Sinn. Achso, ich habe jetzt meinen Upload-Plan ein bisschen geändert. Also, naja, fast. Der Upload-Plan auf meinem Kanal unter der Kanalinfo, den habe ich ein bisschen angepasst. Jetzt, wo Evoland 2 auch durch ist. Und ja, mal schauen, wann und vor allem welches neue Projekt ich als nächstes beginnen werde. Schlaf, sehr schön. Und wenn ich das dann getan habe, neues Projekt begonnen habe, dann werde ich auf jeden Fall ein richtiges Upload-Plan-Video wieder hochladen, was dann das alte ersetzen wird. Das wird dann gelöscht, damit keine Verwirrung existiert. Und dann wird natürlich auch meine Kanalbeschreibung mit meinem Upload-Plan nochmal angepasst, ja. Und ich werde vielleicht, das steht noch nicht fest, nächste Woche erst einmal eine Woche lang Let's Play-Pause machen. Ja, muss halt auch mal sein. Ich bin mir, wie gesagt, noch nicht sicher, ob ich das jetzt machen werde. In dieser Zeit werde ich auf jeden Fall ein bisschen recherchieren, wegen Upload-Plan, ein bisschen Freizeiten mal genießen, jetzt wo die Sonne rauskommt. Mal schauen, ich einfach mal ein bisschen, ja, chillen und so, ne? Muss halt auch mal sein, ne? Sonst hat man dann ein Burnout und so, das ist halt auch doof, da ist kein geholfen. Aber es steht halt noch nicht fest, wann und ob ich das mache. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn zum Beispiel keine Videos kommen sollten, die nächste Woche. Und ja, ja, weil ich will jetzt extra da kein Video hier machen. Oh, okay, hab's kapiert. So, erst einmal du
Oh, kannst kein 9 nehmen, ne? Dann bist du erstmal unbestimmt. So. Ich hätte es auch mit Vitra machen können von einer anderen Person, aber hey. So, was ist denn da unten im Süden? Maranda. Okay. Weihwasser. Sehr schön. Gucken wir uns mal hier in Maranda um. Ich glaube, das war dann auch das, was wir heute machen werden, das letzte. Mal schauen. Ja, mach mal. Okay, übrigens, ich habe mir jetzt vor kurzem ein neues Spiel gekauft. Und zwar... Ja, jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Aber ist das so einschlagig? Silent Hill Homecoming. Yo. Mal schauen. Ich hätte schon Bock, das zu Let's Playen. Einst galt Maranda als die schönste Stadt weit und breit. Doch seit die imperialen Truppen einmarschierten. Ich habe dich gar nicht gesehen. War jemand? Okay. Diese Imperialen nehmen sich hier einfach alles raus. Wie lange, frage ich mich, soll das noch so weitergehen? Weiß nicht. Bis sie besiegt sind. Mithrilhelm. Oh, Mithril Kyras. Okay. Warte mal, ich nehme 4. So. Guck ich doch mal hier, ne? Ha, schade, dass da Sachen runtergehen. Volle Magie, die ist ja gut Magie bewandert. Aber Leute, man muss auch mal Prioritäten setzen, ne? Hab ich noch was gekauft? Ich glaube Mithrilhelm, ne? Ja. Ein einziger Verteidigungspunkt. Dafür 10 Reflex weniger. Okay. Ob sich das lohnt? Naja. Reflex nur noch 6. Yo. Ausweichen. Wer muss schon ausweichen? Ich hab 2 Waffen und eine fette Verteidigung. Ja. Genau so ist das. Leute, wie gesagt. Silent Hill Homecoming. Ich hätte Bock, es zu Let's Playen. Mal schauen, wann und ob. Kann er mal schreiben, wie er wo drauf steht. Mein Sohn wurde von Gestaltschergen verschleppt und muss in der imperialen Armee dienen. Ich bete jeden Abend, dass er wohlbehalten heimkehrt. Jawohl, das tue ich. Hundekampf. Okay, gucken wir uns gleich an. Holla. Mithril-Speer, nein. Dreizack, ja. Dunkelklaue, nein. Wasserschwert, haben wir schon. Kann ich mir aber noch einmal holen, am besten. Boomerang. Warum eigentlich nicht? Da verlässt mich kurz die Stimme eben. Gut. Das war das. Meine Daisy ist die stärkste Hündin der Welt.
beim Wachdienst in diesem Kuhdorf muss ich was ließ ich denn? Muss ich versauern, statt auf dem Schlachtfeld Karriere zu machen. Wir können gleich hier kämpfen. Hier schreit uns keiner was vor. Wetten nehme ich entgegen. In diesem Kampf gibt es ja sonst nichts zu tun. Sauber, gib's ihm! Weiter so, keine Gnade! Die Armhunde. Auch Titzen und Albruck sind vom Imperium eingenommen worden. Ich hab heute so keine Ahnung, Lesschwierigkeiten. Mein Liebster hat mir ein Buch geschickt. Jeden Abend lese ich daraus. Es ist mein kostbarster Schatz. Ja, ist das vielleicht Lola? Leute, es ist Lola. Das ist die Frau, die wir aus der einen Stadt, dessen Name mir nicht einfällt, ihr mal Briefe geschickt haben, weil ihr eigentlicher Verlobter, Verliebter, was auch immer, ja, zu verletzt ist, um eine Feder zu halten, um einen Brief zu schreiben. Ne? Ständig macht dieser Nervensieger mir Anträge. Aisha, meine süße Aisha. Oh Gott. Ja, Leute. Die wird doch wichtig, das sage ich euch jetzt schon mal. Also, die Loda, ja, nicht die andere eben. So, Leute, das war's. Das war auch der Part. Ich werde jetzt hochgehen und ganz im Norden werde ich dann speichern und dann werden wir im nächsten Part dann uns im Norden in der Stadt dann umsehen. Und dann geht's schnurstracks nach Vector, ja. Und ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen, außer ich hoffe, euch hat der Part gefallen, trotz meiner Sprach- und Lesschwierigkeiten heute. Ich habe keine Ahnung, was los ist irgendwie. So, mein Gehirn hat sie verflüssigt und ja, es kann halt passieren, ne? Manchmal hat man halt so Phasen, ne? Ja, schaffe ich den Weg noch in diesem Part? Ah, nicht, wenn da eine Sackgasse ist. Ah! Der Sound, ey! Boah! Ja, ich muss sagen, die neuen Waffen, die rocken. Regina, hey. Da sollen wir hin, aber nicht jetzt. Nächsten Part. Wer? Was hat ihr denn? Galusidae. Aha. Gesundheit. Wie ich einfach mal keine Probleme habe und lange nicht mehr gelevelt habe. Was, eine neue Blitztech? Warte mal. Moment. Neue Blitztech? Klingensturm. Nett. Ich teaser euch. Nein. Die Attacke zeige ich euch im nächsten Part, denn ich muss sie mir aufschreiben. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Das mache ich später. Der Part ist schon fertig, deswegen. Aber geil, neuen Skill von ihm. So, dann killen wir noch den Don. Ich bin der Don der Final Fantasy Reihe. Jawohl. Na komm, erst nicht lecken. So, die letzten Meter. So, Tetsen werden wir im nächsten Part erkunden. Genau wie Vector. Also, vielen Dank und tschüss.